Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Supermarket Simulator. Wir haben das letzte Mal angefangen, hier umzubauen. Jetzt habe ich mir nochmal die Lizenzen angeguckt, die da kommen. Also es wird auf jeden Fall nochmal ein Joghurt dabei sein und nochmal zwei Käsesorten. Insofern werde ich mal noch zwei Kühlschränke dazu kaufen. Ich hoffe, das ist dann auch in Ordnung. Notfalls kann ich ja die Dinger dann später auch wieder verkaufen. Wahrscheinlich werden sie nicht so viel Geld bringen, wie den Preis, den ich dafür gezahlt habe. Das kann durchaus sein. Aber stört mich jetzt halt erst einmal nicht. Also ich denke mal, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Sollte es dann, wie gesagt, doch nicht passen, dann kann ich das ja immer noch entfernen. So. Dann hätten wir nämlich im Grunde auch die Kühlschrankreihe bis hier vorne fertig. Zack, so. Das heißt, ich habe jetzt extra nochmal Joghurts bestellt, weil ich würde nämlich nach der Butter die Joghurts reinmachen. Ich lasse dann einfach mal dieses eine Feld hier frei. Weil ja da dann nochmal ein Joghurt reinkommt. Entschuldigung, ich würde sagen, die packe ich jetzt halt auch einfach mal hier mit rein. Das sollen die verarbeiten. So, ich hoffe auch, dass ich genug gekauft habe. Ich habe, glaube ich, 3 Packungen oder was gekauft, genau, oder 4. Ich glaube, 4 sogar habe ich gekauft. So, und dann Butter. Butter, das sollen die auch machen. Dann tun wir jetzt, halt, Moment, die Butter war hier drin, dann tun wir die jetzt halt auch mal rein. So, genau, nimm weg. Dann stelle ich hin. So, es fehlt aber noch, jetzt noch einiges an Eiern. Die 4er, die 8er und die 12er, also alle fehlen im Grunde noch. Von daher tun wir die jetzt mal auffüllen. Ich würde jetzt sagen, um ein bisschen auch vorsichtig zu sein, lieber nur 2 Kartons von geben. Wobei ich nicht weiß, ob das reichen wird. Aber jetzt lieber mal nur 2 Stück. Weil ich möchte mit euch auch noch die anderen Regale aufbauen. Wir brauchen ja noch die neuen Artikel, ne? Bevor ich den Laden laufen lassen kann. Bei den 12ern brauchen wir auf jeden Fall mehr. Da gehen 2 Packungen schon auf jeden Fall rein. Das heißt, die 12er, da muss ich sogar noch mal 2 Stück draufschmeißen. So. Dann haben wir 8 Stück. Was könnten wir noch gleich kaufen? Wir können den Sandwich Toast noch kaufen. Der fehlt nämlich. Sandwich, wo bist du? Da bist du. Kaufen. Schauen wir mal, wie die das einräumen jetzt. Ein bisschen vielleicht nur schnell reinwerfen. Genau, dir voll gegen den Kopf. Habe ich auch schon öfters gemacht, dass ich die Sachen einfach nur reingeschmissen habe. Das Dumme ist nur, man kann über die Kartons, wenn die im Eingangsbereich liegen bleiben, da drüber laufen. Ansonsten ist das eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man die Teile reinwirft und dann von innen her nochmal verteilt. So, 4 Eier, gut. Ich kann zwar drüber laufen, aber... So, Butter, da haben wir die 4 Eier, ist in Ordnung. Das sind die 12er, oder? 12er, ja. Ich erkenne das immer nicht. 12er. Dann der Toast. Dann haben wir hier noch die 8er. Nochmal die 12er, die gehen jetzt natürlich nicht rein. Nochmal der Toast. Der scheint voll zu sein und dann nochmal die 4er. Irgendwie, glaube ich, hatte ich das vorher anders. Aber ist egal. Was ist jetzt mit den 12ern? Ich dachte, doch, die passen schon rein. Naja, wird in der nächsten Tour wahrscheinlich dann mitgenommen. Weil er könnte ja auch was tun, ne? Vielleicht hat er mehr Anspruch auf Pause. Keine Ahnung. So, dann hätten wir jetzt mal das soweit. Das muss ich natürlich noch umräumen, aber ich würde mal sagen, dass wir erstmal den Laden ein bisschen laufen lassen. Du stehst jetzt ein wenig dumm da.
Von daher, ich platziere dich jetzt einfach mal hier und dann machen wir noch den Einkauf von den neuen Produkten, die ich jetzt auch erst einmal nur hier hinstelle. Ich würde nämlich gerne ein bisschen Geld verdienen wollen. So, schauen wir mal. Wir haben ein zusätzliches Bleichmittel. Da sind 6 Stück drin. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich denke, dass die 6 Stück reingehen und dann ist es vorbei. Ne? Wir bestellen halt jetzt mal jeweils eine Packung. Das ist eh schon wieder mega viel Geld. Was, 131, Alter. Okay, ist in Ordnung. Was haben wir da? Das ist der Geschirrspüler oder sowas, also das Spülmittel. Ich würde sagen, das machen wir daneben die Tabs rein. Also da brauchen wir auf jeden Fall 3 Kartons nochmal. Stell dich mal vorne an die Tür. Muss ich nicht so weit laufen. So, 1 fürs Regal, 2 fürs Lager. Dann das Toilettenpapier, das wird ja wahrscheinlich wieder hier ein komplettes Regal einnehmen. Das heißt also 3 Kartons alleine fürs Regal. Jetzt habe ich dich da vorne hingestellt und laufe trotzdem an dir vorbei. Ne? 1, 2, 3. Und dann bräuchten wir im Grunde nochmal, ich mache jetzt mal nur 2 als Ersatz. Ich muss sowieso mal gleich den Preis anpassen, weil sonst vergesse ich das wieder. 17,44, also 18. Und da haben wir die 6. Halt. Die Bleiche. Die Bleiche wäre jetzt natürlich gut, wenn die da unten mit dabei wäre, ne? Okay. Jetzt ist nur die Frage, ob ich... Okay, Bleiche habe ich auch keinen Karton mehr da. Warte mal, ich habe doch, glaube ich, einen aufgehoben. Einen Karton habe ich. Okay. Dann würde das nämlich... Okay, da passen auch immer nur 6 Stück rein. Oh. Das ist jetzt natürlich blöd. So, den darfst du jetzt nicht reinräumen. Jetzt habe ich da nur den einen Karton. Jetzt könnte ich natürlich mal schnell die raustun. Ach, das sind... Oh, das sind 12 Stück drin. Alles klar. Dann machen wir das da weg. So, jetzt hast du die Bleiche hier. Einmal dann tun wir den da hinten rein und den da rein. Jetzt kann ich bloß die da oben nicht runterbringen nach da, ne? Weil ich keinen Karton habe. Außer ich bestelle natürlich nochmal einen. Wir brauchen ja sowieso fürs Lager. Ach, das ist ein Reiniger. Das da ist das Bleichmittel. Dann tun wir mal noch einen von dem rein. Dann kann ich nämlich die 6 Stück da unten reinräumen und ja. So, toll. Naja, dann mache ich es jetzt so. Was, da passen nur 6 Stück rein? Okay, Karton aufheben. Obwohl der genauso groß ist wie der andere hier. Ja, muss ich halt jetzt halt mal so machen, ist egal. Den Reiniger... Den würde ich dann da oben mit reinstellen. Da geht jetzt wieder ein ganzer Karton her. Aber euch kriege ich nicht raus. Auch die gleiche Größe. WC-Böff. Okay. Und da sind nur 6 Stück drin. Also, gut. Lasst mal verpreisen. Hier hätten wir 16, das sind auch gerade mal 5 Euro Gewinn. Und hier hätten wir 7, haben wir gerade mal 2 Dollar. Also es wird einfach nicht mehr. Es gibt keine Artikel, die wirklich mal megamäßig viel an Umsatz generieren. Ne?
Dann den Reiniger hier noch. Da sind wir dann bei 10. Und dich habe ich noch nicht. Da sind wir dann bei 8. So, dann sollte ich jetzt alles haben. Machen wir mal langsam hier. Den habe ich schon rein, oder? Jamo-Reiniger, jawohl, den habe ich schon rein. Dann nehme ich mal noch hier gleich mit. Oder habe ich die jetzt da drin? Bidet-Toilettenpapier. Warte mal, da wollte ich nur 5 Stück. Dann nehmen wir nochmal die Geschirrtabs. Wahnsinn. Und schon haben wir nur noch 2000, ne? Also, dann mache ich das jetzt hier. Zack. Ihr kommt wieder raus. Dann haben wir da 2 volle Kartons. Aber ich glaube, so einen Reiniger habe ich jetzt nicht mehr gekauft, ne? So, machen wir da jetzt halt hier jeweils nur eins. Dann ist das schon mal markiert. Dann muss ich mir nämlich noch einen Platz suchen für. Na gut, dann stelle ich euch zwar jetzt mal da unten rein. So, weil der wird ja auf jeden Fall leer, der eine Karton. Dann habe ich da unten noch die 2 drin stehen. Dann haben wir den Geschirrspüler nochmal. Ah, da muss ich echt gucken, wie ich das umbaue, weil da brauchen wir auf jeden Fall ja Geld dafür, dass ich da. Ja, ihr gehört jetzt eigentlich dann damit rein. Weil wir brauchen ja dann nochmal Lagerregale. Boom. Warte mal, den Boom, den tun wir noch. Ups. Ne, der ist ja verräumt. Der kommt dann eben da oben mit rein. Ja, mal gucken, eigentlich haben die da nichts verloren. Normalerweise sollten die Fässer da unten wieder rein, aber ich habe schon festgestellt, ich brauche die 4 Kartons mit den Fässern. Ansonsten könnte ich hier genau nur das Toilettpapier reintun. Und da unten dann eben die Fässer. Warte mal. Du hier rein, du da rein und dann schiebe ich euch nochmal daran. Dann können wir da nämlich. So, Toilettenpapier reintun. Und fehlen uns jetzt halt immer noch 3 volle Pakete davon und 2 davon. Okay. 1, 2. Und was seid ihr da? 1, 2, 3. Okay, was ist uns jetzt halt noch ausgegangen? Die Soßen haben wir genug. Das haben wir jetzt halt gemacht. Die Tabs brauchen wir. 2 Kartons. Dann brauchen wir einmal das. Oh ja, Bier brauchen wir auf jeden Fall ganz viel. Also hier mindestens viermal. Viermal und da auch. 1, 2, 3, 4. Dann von dem Lager brauchen wir noch eins. Wir brauchen einen Wodka. Und wir brauchen von diesen Taco-Chips die. Waren das jetzt die hellen oder die? Ja, die hellen. Die hier. So. Humus haben wir noch. Passt, dann brauchen wir zweimal blaues Mehl und zweimal die roten Nudeln. Dann brauchen wir einmal Basmati, einmal Macaroni. Basmati.
und Macaroni. Öl haben wir noch, wir brauchen Pfeffer. Jetzt wird es langsam dann knapp mit dem Geld, ne? 1, 2, 3 mal Pfeffer, weil das Regal ist leer. Erdnussbutter und Kartoffelpü. Oh. Erdnussbutter ist da oben. Und Kartoffelpüree haben wir hier. So, was brauchen wir da? Wir brauchen noch zweimal den normalen Kaffee. Einmal, zweimal. Hier sollte alles soweit passen. Und hier denke ich, sollte es jetzt auch erst einmal passen. Jo. Was bestellen wir noch zusätzlich? Ich denke, die neuen Sachen werden auch ganz gut weggehen. Ne? Da haben wir genug. Ja, bestellen wir noch ein Vierer Eier und noch ein ja, allen Eiern jeweils eins. Mach langsam. Zwei, drei, so. Und dann sollte es das auch gewesen sein. Dann können wir den Laden auf jeden Fall mal laufen lassen. Na, einmal rein, das reicht. So, machen wir gleich auf. Gucken wir mal, die werden bestimmt das eine oder andere noch gleich verräumen. Das Bier. Ich vermute mal, dass das Bier komplett wieder verschwindet. Die sind ja schon auf dem Weg, ne? Ich bin ja mal gespannt, was noch alles kommt. Also jetzt im Moment bin ich eigentlich soweit zufrieden mit dem Spiel, so wie es läuft. Aber ich bin mal gespannt, ob sich das Bestellsystem noch ein bisschen ändert. Es wäre halt genial, ja, wenn man hier sehen würde, wie viel im Grunde auf Lager ist. Also nicht, wie viel jetzt halt Kartoninhalt ist, sondern wenn hier stehen würde, so und so viel sind auf Lager. Also von mir aus zusammengefasst Lager und Verkauf. Das würde ja passen, oder eben getrennt, dass Verkauf, wie viel drin ist und wie viel im Lager drin ist. Das wäre genial, dass man dann eben direkt an dem Computer einfach nur noch bestellen kann und dann gar nicht mehr hier die Regale absuchen muss nach den verschiedenen Sachen. So, ich hoffe mal, dass die Leute auch überall hinkommen, wo sie hinwollen. Und ich hoffe auch, dass ich wirklich alle Preise jetzt angepasst habe. Kann ja doch immer passieren in der Hitze des Gefechts, ne? Dass man mal hier so einen Artikel vergisst. Aber im Normalfall sollte ich alles gemacht haben. Ich hoffe natürlich auch immer, ne, dass die Verkäufe mal ein bisschen mehr werden oder dass mehr Kunden kommen oder so. Aber irgendwie werden das einfach nicht mehr Kunden. Das sind immer also so wie es jetzt meine Erfahrung ist, zwischen 50 und 55 Kunden. Und mehr werden es einfach nicht. Was ich auch ein wenig schade finde, dass da nicht irgendwie zumindest eine Steigerung kommt. Das wäre nämlich echt cool. Dann würdest du nämlich einfach mal ein bisschen mehr Umsatz machen. Würdest zwar natürlich auch mehr verkaufen und hättest dann vom Bestellen her natürlich auch ein bisschen mehr. Aber es macht ja auch ein bisschen mehr Ansporn, wenn man dann weiß, okay, wenn ich jetzt das ausbaue, dann kommen vielleicht drei Kunden oder vier Kunden pro Tag mehr. Das würde ja schon reichen. Einfach immer wieder. Mit jedem Ausbau oder mit jedem Artikel oder sowas, dass man sagt, okay, wenn ich eine Lizenz freischalte, dann bekomme ich zwei Kunden mehr. Wenn ich
wenn ich ein Ladenteil ausbaue, dann kommen vielleicht auch zwei Kunden mehr oder so. Das wäre nicht schlecht. Aber es bleibt halt immer das Gleiche, ne? Also zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen, dass es mehr werden würden. Wir können gerne dann, wenn wir da den Tag durch haben, dann schauen wir mal drauf. So. Die Bleiche. Ich muss dich jetzt mal da oben reinpacken. Ist mir jetzt das erste Mal egal. Soll ja nachgefüllt werden, ne? So, guten Tag, die Dame. Jawohl, und wir haben 90 Dollar und 2 Dollar kriegen wir zurück. Jawohl, einmal mit Karte bitte, 145 Dollar. Normalerweise sollte ja eine Einblendung kommen, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe. Wie gesagt, das kann ja mal passieren. Es wäre jetzt halt nicht so schlimm, weil man verliert ja kein Geld. Man verkauft sie dann im Grunde zum Einkaufspreis. So, schön viele Einkäufe, wunderbar. So mag ich das. Sie dürfen öfters kommen. Einmal Bares, 115, zwei zurück. Jawohl, wir haben auch neues Klopapier, ne? Naja, gut, das Bidet-Papier steht da. Ich weiß zwar nicht, wo man das im Bidet dann entsorgen soll, aber ist in Ordnung. Null. So, guten Tag, Herr Bond. Dankeschön. Fünf zurück. Jawohl, und 16. Wunderbar. Kommt die nächste schon. Jetzt wollte ich gerade weggehen. Einmal 8. Machen wir mal gleich Licht an. Ich weiß jetzt natürlich, ich habe jetzt ja da nicht drauf geschaut, aber ich hoffe doch mal, dass die Kunden da auch reingehen in den Gang. Ich habe jetzt da nicht aufgepasst, ob da irgendwer reingeht. Ich hoffe es jedenfalls. Na gut, da laufen sie ja auch vorbei, ne? Und die Auffüller gehen ja auch rein. Und wir haben jetzt halt 7 Uhr. Wo sind die ganzen? Ach, da hinten läuft einer. Parmesan ist zu teuer. Dann nehmen wir einen anderen Käse. Okay. Ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss gehabt, dass die da nicht reingehen. Bin schon da, der Herr. So, 143. Die laufen auch durch die Kasse durch. Jawohl, es läuft doch. Wie schaut es denn da aus bei den neuen Sachen? Da haben sie auf jeden Fall schon nachgefüllt. Der Reiniger muss natürlich dann noch doppelt platziert werden. Aber gut. Ja, ich habe jetzt halt echt schon Schiss gehabt, dass die hier nicht reingehen, weil sie vielleicht Angst haben vor dem Gang. Die dunkle Ecke des Marktes. So, 3. Dankeschön. Das muss natürlich alles. Ich weiß auch gar nicht, ob das reicht jetzt mit einem Tag, weil den großen Umsatz werden wir dann wahrscheinlich gar nicht machen. So wie es ausschaut zumindest, ne? So, 64. So, einmal einen. Bin auch mal gespannt, wie viele Titel den Leuten jetzt zu teuer sind. Bestimmt wieder einiges dabei. So, 22.
glaube, wir könnten sogar schon den vierten Einräumer einstellen, oder? War das nicht irgendwie beim Einstellen? Gekaufte, ach so, da brauche ich 20 Regale. Na ja, gut, das hat wahrscheinlich mit mit dem Lager zu tun, ne? Ja, Kassierer können wir natürlich auch noch einstellen, aber der muss nicht unbedingt sein. Aber doch ein bisschen Umsatz haben wir auf jeden Fall. Das taucht schon. Da können wir dann hier noch ein bisschen rumfuhrwerken. Weil ich würde natürlich gerne die Reihe hier noch fertig machen mit zwei Kühlschränken. Und dann denke ich doch mal, dass es langsam genug ist, oder? Mit Regalen. Es kommen noch Softdrinks, das ist klar, dafür sind dann die hier frei. Das da kommt hier raus, das kommt dann hier rein. Na, mal gucken. Die Kunden sollten so programmiert werden, dass die immer an die Kasse gehen, wo gerade keiner steht oder am wenigsten Leute stehen. Dann kann sowas gar nicht vorkommen, dass am Abend dann an einer Kasse plötzlich noch vier Leute stehen und die anderen zwei Kassen ist gar keiner. Weil es ist klar, wenn jetzt dann nur noch einer kassiert, dann dauert es natürlich umso länger. Na komm, mach hinne. Für euch würde ich auch gerne die Peitsche nutzen. So. 5200. Jawohl, wir können den Tag beenden. 13 Produkte zu teuer, 60 Kunden. Okay, das sind ein paar mehr jetzt. Vielleicht hat es doch was. Vielleicht bringt es ja doch was, wenn das Sortiment ein bisschen größer wird, dass dann mehr Kunden da sind. Supermarktpunkte 518 sogar, 5000 Umsatz. Ist klar, dass wir sehr viel jetzt herausgegeben haben mit der Erweiterung. Aber gut, 5238. Das ist doch nicht schlecht. So, Honig und Geschirrspültabs. Honig ist da. Können wir dann 12 machen. Und die Geschirrspültabs, das sind die alten. Da können wir dann 20 machen. So. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall was von dem neuen Reiniger. Den sollte ich auf jeden Fall gleich mal reinschmeißen. Und da würde ich sagen, machen wir gleich drei Kartons. Haben wir den jetzt da oben mit rein? Nee, ne? Wir haben hier noch dieses andere Geschirrspülmittel. Da haben wir die. Naja. So, Wasser habe ich ja absichtlich da oben hochgeschmissen. Das ist die Frage, das sind noch keine. Sind da 16 Flaschen drin? Okay. Na gut. Aber das darf ich nicht vergessen, dass ich da oben noch den einen liegen habe. Na gut, da fehlt jetzt nur eine Flasche, ne? Gut, jetzt ist natürlich die Sache, jetzt würde ich gerne euch ein bisschen wegtun, dass ich hier schöner agieren kann. Wir könnten ja auch hier die Reiniger dann hinmachen. Oder generell mal ein bisschen schauen, wie ich umbaue, dass ich das gleich ein bisschen vorbereite, ne? Die Tiefkühldinger, die würde ich jetzt tatsächlich stehen lassen, so wie sie sind. Obwohl das natürlich da vorne auch alles mit dazu passen würde, ne? Aber die würde ich jetzt, oder? Mache ich die weg? Schon wieder am Rumüberlegen. Weil man könnte die zwei ja noch hier auch ergänzen. Lasst uns mal mit der Umräumerei anfangen. Ich schnappe mir jetzt mal den Karton. So. Den haben wir ja eigentlich schon gemacht, ne? So. Kann ich dich abstellen? Nein. Oh, verdammt. Und da passt jetzt halt auch nicht alles rein, oder? Oh Mann, ich kann das nicht wegstellen. Das ist ja echt blöd. Das geht immer nur mit den neuen Kartons, ne? Und wenn ich dich jetzt da reinstelle, dann wirst du gleich wieder aufgeräumt.
Ich hoffe, das wird gefixt. Ich hoffe, das wird gefixt. Wenn ich jetzt halt schnell bin, ich habe ja da, aber ihr passt nicht, ne? Doch. Dann könnte man das zumindest bei den Kartons, die ich jetzt halt über habe. Mal, das mache ich dann. Ne, aber ich kann den wieder nicht rausstellen, das ist blöde. Da haben wir noch einen. So. Dann so. Die Butter müsste natürlich auch raus. Das heißt, ich sollte jetzt erst einmal nichts bestellen von dem Zeug. Keine Butter, keine Joghurt. Dass das rauskommt. So, Butterjoghurt. Da kommt der Ersatzjoghurt rein. Dann würde ich sagen, fangen wir hier mit dem Käse an. So ein Käse. Aber Parmesan. Ich glaube, da kommt ja nochmal ein Parmesan. Ne? Dann würde ich sagen, machen wir den Parmesan jetzt hier rein. Und ich kann es wieder nicht wegwerfen. Na ja, gut, aber wenn die jetzt halt hier vollräumen. Die können ja bloß das Zeug aus dem Regal rausnehmen. Und wenn es verräumt ist, ist es weg. Ist das blöd, dass ich die nicht verwenden kann. So, halt, warte mal. Kannst du da noch was? Wir könnten dann gleich den nächsten Käse entschnammen. Die werden zwar dann anfangen, da wieder aufzufüllen, aber gut. Da wäre dann nochmal eine Reihe für den Parmesan. Ja, wie gesagt, die werden hier anfangen. Ist aber egal. Nehmen wir einfach raus wieder. So, dann der helle. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, was noch kommt. Da habe ich jetzt keinen Plan. Alles kann ich mir ja auch nicht merken. Ja, macht ruhig. Dann haben wir nämlich den dann auch leer. Das Dumme ist halt nur, wenn die jetzt die Kartons rausnehmen. Also ich kann den ja jetzt halt nicht werfen, ich kann ihn ja auch nicht hinstellen. Ne? Jetzt gerade aktuell muss ich halt dann schauen, dass die das aufräumen, alles einräumen, was da ist. Das ist ja noch einiges. Warte mal, schmeiß weg. Schmeiß weg. Wir können ja dann neue kaufen und wir machen dann hier gleich die Etiketten weg. So, gut. Ich hoffe bloß, dass nicht wieder einer am Regal rumspackt. So, aber dich kann ich doch dann werfen, glaube ich. Oder stellen, ja. Dann lassen wir den nämlich mal da stehen. Weil ich bin ja auch schnell genug und kann das vor denen reinräumen. Dann hätte man nämlich gleich, jawohl, zwei Kartons. Hilft jetzt natürlich beim Umräumen extrem, ne? So, dann stellen wir den noch daher. Und ansonsten war es das. Das heißt, ich darf alle Käse jetzt. Wie viel brauche ich denn da? Einer auf jeden Fall. Zwei. Fehlt mir da jetzt nicht einer? Ja gut, aber es kommt ja auf jeden Fall noch Käse mit dazu, ne? Okay, also wir kaufen hier überall drei Kartons, würde ich sagen.
von jedem Käse 3 Kartons. Das sollte doch passen. So. Der rote. 1, 2, 3. Dann haben wir den Parmesan. 1, 2, 3. Mozzarella. Einmal, zweimal, dreimal. Und den hier. So, ja, im Grunde passt es ja vom Ding her, ne? Schau mal, ob du die auch wieder reinschmeißen kannst. Ja, bei den Großen ist es halt immer bloß das Problem, dass ich da nicht so drüber krabbeln kann, wie ich gern wollen würde. Komm, noch einen, geh rein. So, Mozzarella. Parmesella. Der Reiniger, da wollte ich ja das eine Fach hier noch vollräumen. Dann könnte ich vielleicht den Karton nochmal mit aufheben. Den muss ich jetzt halt auch mir überlegen, wo ich den hin... Ja, da brauche ich Lagerregale. Komme ich ja gar nicht drum rum. So. Die nächsten. Einmal. Zweimal. Das sind die 3 Käse. Dann haben wir hier nochmal den Reiniger. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt wirklich schneller ist oder nicht. So, komm du mal mit. Du kommst dann einfach da mal mit drauf. So, der rote kommt hier oben rein. Hups. Der helle da. Na gut, die Jungs, die haben jetzt schon irgendwas zu verräumen, ne? Geht natürlich jetzt auch nicht von jetzt auf gleich. So, und der letzte rote noch. Gut. Gut, gut, gut. Geht ihr jetzt da rein oder nicht? Doch, gut. Dann bin ich jetzt froh, dass ich die Kartons aufgehoben habe. Brauche ich dann erst einmal nichts bestellen davon. Butter wird nicht reingehen. Ne, die geht nicht rein. Eier. Gehen da drüben noch welche rein? Ja, 2 Packungen zumindest gingen noch rein. Dann kann man die hier reinpacken. Halt hier. Dann nehmen wir die letzten auch noch raus. So. Ja, es sind halt jetzt ein paar Sachen dabei, die ich jetzt erst einmal nicht bestellen muss. Jawohl, schön macht ihr das. Die Butter war, glaube ich, der quadratische Karton, ne? Der da hinten. Halt. Ja, gut, ich kann dich stellen. Löschen, löschen. Halt, warte mal, da geht noch was rein. Ja, aber die werden auffüllen. Wenn ich jetzt halt da keine Kartons habe, dass ich es raustun kann, dann werden die mit Sicherheit auffüllen. Okay. Hähnchen. Das triggert mich schon wieder hier, ne? Eins, da sind jeweils 2 drin. Schlimm. So. Machen wir das einmal so. Und einmal so. Dann haben wir schon wieder einen Karton übrig. Nein. Kann ich nicht aufheben, oder? Kann ich den aufheben? Nein, kann ich nicht. Weg damit. Oh Mann, das ist ein Ding ohne Ende hier. Okay, aber es passt mir jetzt schon mal ganz gut. Wir haben zumindest einmal die Sachen drin. Ich kann tatsächlich einfach mal wieder einen Tag oder sowas spielen. Oder 2. Dass ein bisschen mehr Geld noch reinkommt. Und dann können wir da beim nächsten Mal weitermachen und mal gucken.
Wie gesagt, ich würde hier noch gerne zwei Kühlschränke stellen. Die sind eigentlich schon dafür geeignet. Allerdings müsste ich dann mir halt überlegen, wie ich das Ganze sortiere. Weil wenn ich dann wirklich von jedem immer ein Fach mache, das heißt, ich bräuchte ja dann einen, zwei, vier. Ich bräuchte vier leere Kühlschränke. Vier leere. Na ja, gut, das da muss ich jetzt erst einmal rausbringen. Das wäre ja schon mal etwas. Ja, danke. Das habe ich vergessen, ne? Mist. Mist. Und er wirft ja natürlich den Karton weg. Dann kann ich den. Ja, dachte ich mir. Geh wieder weg. Ich weiß jetzt bloß nicht, was er drin hat. Kann ich dich wegstellen? Nee, ich kann den wieder nicht wegstellen. Das ist ja blöd. Wirft er den jetzt weg? Nee, den hat er wieder reingestellt. Okay. Ja, gut, es ist halt jetzt ein wenig hin und her. Aber das werden wir schon hinkriegen. Dann hätte ich hier komplett die Kühlabteilung hier vorne dran. So wie ich es haben will. Notfalls mache ich dann eben hier nochmal eine Reihe mit Kühlschränken. Das stört mich nicht. Der Laden muss ja noch ausgebaut werden. Gut, dann soll es es gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.